Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Path of Exile. Und wir haben einen Fertigkeit. Fertigkeitenpunkt. So. Jetzt werden wir das hier noch anwenden. Und dann können wir beim nächsten Mal, glaube ich, das hier benutzen, oder? Ja. Yeah. Wir sind die Herrschaft des Okkultisten. Erhöhter Zauberschaden und erhöhte Zaubergeschwindigkeit und mehr Intelligenz. Was will man mehr, ne? So, gerade für unsere Intelligenz hier ist es kein Problem. So, wir haben hier gleich schon so eine fette Ziege. Kann man die einfangen? So, wir können sie natürlich nicht einfangen. So, dann wirken wir doch mal. Okay. Ey, das ist super. Diese Eiswand, ich mag sie. Okay, wir nehmen das mal alles mit. Den Boss haben wir gekillt. Konnten ihn leider nicht einfangen. Sag mal, lieber Narvex, wenn du noch zuguckst, ne? Lol, hier ist so ein Rad. Das ist ja mal geil. Was ist denn das für ein cooler Typ? Das habe ich ja auch noch nicht erlebt. Gibt es hier noch irgendwo Leichen, die hier rumliegen? Da. So, also erstmal ist das hier. So. Vielleicht sollte ich doch mal so ein paar Angriffssachen nehmen, wo ich mir mal schnell ein paar Leichen machen kann, ne? Das wäre jetzt, glaube ich, nicht das Verkehrteste. Einfach Leichen beschwören Sachen wäre auch mega gut. So, Ziegenhorn. Cool. Nehme ich mit. Handschuhe. Wir könnten zum Beispiel so kleinere Sachen ganz viele mitnehmen. Okay, dieser Bogen sieht schon geil aus. Aber ich glaube, von den vielen kleineren Sachen haben wir vielleicht mehr. Also ob das was bringt, wenn wir diese, ich sag mal, Elite-Viecher halt auch in dieses Bestiarium einlesen. Ob das gut ist. So, jetzt muss ich mir mal neue Leichen hier holen. Okay, so viel dazu. Umwandlungssphäre. Jetzt komme ich da nicht hin. Spitzhelm. Nehmen wir mal mit. Too much clutter. Und wer ist schon wieder voll? Chihiro natürlich. Alles klar, alles klar. Lohnt es sich? Ja, es lohnt sich. Es lohnt sich. So, wir gehen jetzt einfach zurück und machen das mal. So. Wir werden jetzt hier mal Still schön alive, are we? verkaufen. Nee, halt. Okay, den nehme ich mal kurz zurück und identifiziere den nochmal. Stay sharp out there. Wer weiß. Fügt Kälteschaden hinzu, aber irgendwie ist den wir haben, ein bisschen besser. Ja, finde ich You schon. were a welcome sight. So. Stay sharp out there. Immerhin kriegen wir ja auch so diese ganzen Sachen hier, ne? Finde ich. Also, wenn wir zum Beispiel wieder so eine Rolle dabei. Anwendung des Gegenstands fehlgeschlagen, was? So. Gehen wir mal weiter. Das könnte man auch mal machen, so ein Farmstream, wo man hier diese ganze Scheiße hier zusammensammelt. Ich gehe jetzt hier lang. Scheiß drauf, was alles liegt. Dieses Zombie-Rad hier ist ja aber geil, ne? Ich finde interessant, dass die Blitzschaden widerstehen. Kann man mehrere Mauern eigentlich machen? Ey, sehr schön. Dann machen wir noch, dass das sehr lange hält. Ein Rapier. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Dann bauen wir unsere Mauer auf, schicken unsere Zombies los und dann war's das.
So, ach, hier unten war nichts mehr, ne? Ich gehe da schon lang. Ich denke mir so, ja, wir gehen hier voll auf Erkundungstour. Und dann ist da gar nichts mehr. Oh, wir haben einen Wegpunkt gefunden. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Jetzt müssen wir da nur noch hin. Da haben wir so eine Truhe aufgemacht und da war nichts drin, ey. Also die wollen uns wohl ein bisschen verarschen hier. So, wir müssen den, glaube ich, noch aktivieren, ne? Sehr schön. So. Einen Ziegenmensch. Der macht doch ganz schön Frostschaden hier, ne? Ein Holzdrachenschild. Nice. Ziegenmensch-Schamane. Wir haben einen Ziegenmensch-Schaman gefangen. Sehr cool. Ich finde, das sieht so schön aus. Also der freut sich immer, der Einhaar. Das ist so toll. Noch eine Kiste. Ich bin so, ich muss leider echt hier alles angucken von der Map, sonst bin ich unzufrieden. Also vielleicht ändert sich das noch, aber es muss jetzt sein. Und hier alles, was man kaputt machen kann, das muss ich jetzt auch kaputt machen. Also vielleicht kennt ihr das ja. Oh, das ist super, ey. Wir haben jetzt auch Mana-Regeneration mit dabei, dann können wir hier richtig schön unsere Mana wegklatschen. So muss das. Okay, ich gehe erstmal in die Ecke hier. Ach, da kommen schon neue Freunde an. Okay, ich musste mir mal angewöhnen, mir hier so, so ein Eisding reinzuschießen, weil die das ein bisschen beeinträchtigt und so. Ah, Leichenexplosion ist super. Kurzbogen, Ketten, Dings, knörriger Ass. Keine Ehre ohne Opfer. Die Waffe! Wir haben die Waffe dabei! Ah! Oh mein Gott, wie viele können wir denn erschaffen? Wir haben zwei Waffen. Oh, ist das gut. Ist das gut. Ist das toll, ey. Ist das geil. Wir sind hier die mit den Pets, ey. Ich mache mir hier so ein Pet-Magier mit ganz vielen Toten. Jetzt habe ich hier noch irgendwas nicht angeklickt. Verwitterte Schnitzarbeit. Ja, das interessiert mich alles gar nicht. So. In Diablo, muss ich gestehen, werde ich hier auch alles weg. Oder klicke ich auch einfach alle Stories weg. Weil irgendwann möchte man sich das auch nicht das 30. Mal anhören. Und so mega spannend finde ich. Ich muss jetzt mal sagen, Hintergrunddinger jetzt nicht so. So, die halten anscheinend nicht sehr lange an, diese Waffe. Oh mein Gott, sieht das cool aus, wenn dir so ein fetter Harry Potter Besen an uns vorbeifährt. Leben! Leben! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Holy shit, ey! Holy shit! Ey, Leute, ey! Macht doch nicht... Oh, ist der cool! Ey, der ist ja mal geil! So, erstmal hier. Zum Bewegungs... Nee. Wir dann hier nochmal irgendwelche Waffen hier mitnehmen. Gibt's da noch irgendwas? Hier. Erstmal alles einsammeln. Oder auch nicht. Hey, lass mal das Drachenschild hier. So, und hier diese Weste, damit wir das hier mal aufheben können. So. Dann identifizieren wir hier mal, was wir identifizieren können. So Schuhe. Da haben wir so richtige Gammelschuhe eigentlich, ne? Oder maximal des Lebens. Lebens ist auch gut. Erhöhte Rüstung. Ah, nehmen wir erstmal das mit rein. Da haben wir ja schönere.
Globaler physischer Schaden. Ja, warum nicht? Das können wir ja eh nicht alles benutzen hier. So, verschwenden wir doch mal so eine Rolle. Wieder alles zu verkaufen. Greetings. Greetings. Digga. Achso. Stay sharp out there. So, dann verscherben wir das mal alles. Das packen wir jetzt mal alles hier rein. So, Rechtsklick auf den Gegenstand. Derzeit aus was? Verbessert einen normalen Gegenstand zu einem magischen. Ach so. Verzaubert einen magischen Gegenstand mit einer neuen zufälligen Eigenschaft. Dann halt nicht. Gegenstand ist nicht magisch. Okay, wir lassen das erstmal hier. Vielleicht kann man das ja gebrauchen. Und gehen mal wieder in den Anstieg rein. Und sammeln hier alles ein. Und tragen dann wahrscheinlich schon wieder zu viel. Aber das ist kein Problem. Dann verkaufen wir nochmal alles. Ist ja kein Problem. Greetings. Greetings, mein Freund. Ich mag den Typen, ey. So. Stay sharp out there. Da haben wir noch eine Rolle, aber die heben wir uns mal ein bisschen auf, würde ich sagen. So, wir gehen mal hier lang. Truhe. Was verbessert einen normalen Gegenstand? Okay. Das heißt, wenn wir jetzt... Oh! Oh! Oh, das ist toll, ey. Oh! 7 Rüstung, Ausweichchance. Ist ja toll. Das ist ja super, ey. Das mache ich meist. Das ist ja geil. Dann, warte mal, das haben wir in Gelb. Wir brauchen noch eine Mütze in Gelb. Oder so Ringe wären auch nicht schlecht, ne? Oder ein Gürtel, oh Gott, ey. Das ist jetzt wird's aber cool. Oh. Was für eine Stufe haben die hier eigentlich? Eisenpanzerhandschuhe. Ach, die können wir mal mitnehmen, weil unser Inventar ist ja gerade noch leer. So, erstmal vereisen wir die bitte alle. Leichenexplosion. Hallo, Chigos, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? So, was ist das denn? Ah! Ein Faun, ey. Oh, ist das cool. Hat natürlich nicht funktioniert, ne? Wer hätte gedacht? Digga, komm mal hierher. Hier sind noch Leichen. Okay. Wir werden den nächsten Zauberstab aufwerben. Wir haben ja noch eins in der Truhe. Okay. Neuer Kompendiumseintrag. Prophezeiung. Ich habe 21 ungelesene Kompendiumsdinger. Ah. Ach, hier ist alles erklärt. Das ist ja mal nicht schlecht, ne? Prophezeiungen. Okay, Prophezeiungen sind äußerst vielfältig. Manchmal veranlassen sie, dass ein gewisses getötetes Monster bestimmte Gegenstände fallen lässt. Wir haben ja so einen Splitter für die Alte, ne? Wahrscheinlich steht die auch in der Stadt, tippe ich mal. Thank you for free. Okay, ja, bitteschön, wir haben dich gerne befreit. Diese Räder hier wieder, ne? Wir kriegen ja voll viele Umwandlungssphären, ey. Das ist natürlich nicht schlecht. Also da sage ich nicht nein, ehrlich gesagt.
So, das untere Gefängnis. Gehen wir rein. Gefängnisse sind immer toll. Da müssen wir natürlich hingehen. So, ich musste mich mir mal ganz kurz besser hinsetzen. Okay. Mensch, das sieht ja nett hier aus. Ah, ein Wegpunkt. Sehr schön. Ich würde sagen, was ist das denn? Wir gehen mal in die Stadt zurück. Dann können wir noch Brüste identifizieren. Aber unseres ist irgendwie schöner. There's a fine line between them. Jo. Auf Wiedersehen, Digga. So, ich würde sagen, wir nehmen aus unserer Truhe jetzt noch das andere da mit zum Identifizieren. Wo habe ich das denn jetzt hingetan? Umwandlungssphäre. Ah. Das heißt, wenn wir 40 davon haben, können wir einen gelben Gegenstand zu einem orangen machen oder so. Vielleicht. Eventuell. Aber wir machen uns erstmal gelbe Gegenstände, weil das ja, glaube ich, nicht so ganz so verkehrt ist. Monsterstufe 8. Was für ein Level haben wir denn? Ich muss hier gleich mal nachgucken. Okay. Wir sind Stufe 11. Dann können wir da ja locker hingehen. Okay. Eine Truhe. Oh, der Klapperer, Alter. So, Stachelkräuter. Rostige Bunthaube. Geölte Weste. Ziegenhorn, geil. Hier ist noch einer. So ein Wams. Ein mittleres Lebensfläschchen. Ein Lederkäppchen. Langschwert. Ein Ring. Sehr schön. Gefütterte Weste. Wickelstiefel. Ein Nekromant. Wie geil. Oh, ist das Premium. So. Boah, langsam mal neue davon, ey. Wir haben noch gar nichts dergleichen. Okay, aber wir müssen die Leichenexplosion jetzt wohl dahin packen. Okay. Er zaubert einen magischen Gegenstand mit einer neuen zufälligen Eigenschaft. Vielleicht kriegen wir die Geschicklichkeit hier weg. Okay. Zaubert einen magischen Gegenstand mit einer neuen. Okay, dann halt nicht. Plus 1 zur Stufe eingefasster Blitzgem.
Kann man den jetzt nochmal aufwerten? Plus 1 Mana bei Tötung. Ach, okay, so macht man das also. Ach ja, gut zu wissen. So, dann gehen wir mal weiter. Irgendwie sind unsere Leichen auch weg. Kann man bei einem Friedhof eigentlich immer Leichen beschwören? In einem Gefängnis? Nein. Aber bei einem Friedhof wäre es doch mal interessant. Ey, es war klar, ne, dass das hier... so. Schnitzmesser, so was haben wir jetzt hier geiles gekriegt? So muss ich mal nachgucken. Da. Verbessert einen normalen Gegenstand zu einem seltenen mit einer garantierten Eigenschaft. Werte sind eingeschränkt auf Stufe 35 und darunter. Okay. Es hat funktioniert. Glyphen, Ziegen, irgendwas. Nehmen wir doch mal. Okay. Muss leider weichen. Oh. Der ist immer noch besser als... Ah, das ist jetzt ja doof. Warte mal. Das nehmen wir mal raus. Natürlich kommen jetzt hier solche Viecher, ne? Jetzt, wo ich hier mal in Ruhe gucken will. So. So, die nehmen wir jetzt mal raus hier. Und dann, ich würde sagen, wir machen hier das Blitzeis. Ne, warte mal, die Zombies erwecken hier rein und die Projektilsalve kommt als Unterstützung hier rein. Und das Blitzeis machen wir hier hin. So, weil Waffe beseelen. Frostmauer. Warte mal, wir können ja auch hier noch was reinmachen, ne? Dann machen wir die Frostmauer doch mal hier mit rein. Und Waffe beseelen könnten wir immer noch mit reinnehmen. Dann passt das doch sogar. So. Dann sieht das gut aus. Ach du Scheiße. Das hat ja gut funktioniert, ne? Rostige Bunthaube. Truhe. Oh, ich mag das Gefängnis. Leichenexplosion noch, dann zeigen wir mal dem Necromancer, wie man es richtig macht. Kann man Zombies nicht eigentlich auch explodieren lassen? Oh, ein Amulett, das ist unser erstes, was wir mal finden. So ein Eisendiadem. Noch ein Eisendiadem. Oh. Sollte aber auch mal die richtigen Dinger hier. Lederkappe.
Noch eine Portalrolle. Das Spiel schenkt uns das hier. Rostiges Schwert. Sehr schön. Was ist das? Ach, hier hinten, ne? Okay. Gut, wir haben jetzt ja ein paar Portalrollen, deswegen gönnen wir uns das jetzt mal. So, tschüss, Leute. Ich bin nochmal weg. Welcome. Oh, und das können wir jetzt ja alles guten Gewissens verkaufen. Weg damit. Stay sharp out there. So. Das Umwandlungskrams packen wir mal hier rein. Zu einer Umwandlungssphäre. Ja, da sind wir ja langsam dabei. Ne? Sieht ja nicht schlecht aus. Würde ich sagen, gehen wir doch mal weiter ins Gefängnis. Und so drei süßen Zombies. Hier haben sie so einen schönen Gruppentisch. Hier ist das obere Gefängnis. Und hier ist nichts mehr, oder? Ja, dann vom unteren ins obere Gefängnis, hätte ich jetzt gesagt. Ach, die Musik ist auch nicht schlecht. Ah, ich muss nebenbei mal was trinken. Das ist herrlich. Achso, hier unten sind noch welche. Hallo, meine Freunde. Portalrolle. Jetzt werden wir aber beschenkt hier. Quecksilberfläschchen. Haben wir schon eins, ne? Ja. Für Bewegungsgeschwindigkeit. Falls wir mal schnell durch die Ebene sprinten müssen. So, hier geht's auch hoch, sehe ich gerade. Und hier ist eine Sackgasse. Was auch sonst. Ich habe so im Spiel die angewöhnt, dass ich immer in die Sackgassen laufe, weil es ist sicherer und so. Lol, was ist das? So. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Eine Truhe. Die leer war natürlich. Umwandlungssphäre. Silbermünze. Sieht echt nett hier aus, ne? Also ich finde das gar nicht mal so hässlich hier. Zerweste. Too much clutter. Jade-Axt. Erinnerungssphäre. Ein Säbel, ey, ist auch geil. Wollte schon gar nicht mehr mitnehmen. Uhr. Primitiver Stab. Küchenmesser. Eisenring. Okay. Haben wir da noch irgendwas Kleines? Hier, Panzerhandschuhe können wir noch mitnehmen. Dann gehe ich nämlich mal zurück in die Stadt. Verscherbel alles. Komm noch mal wieder. Verscherbel noch mal alles. Das kann ich aber gleich ganz kurz offscreen machen. Dann müsst ihr da nicht zugucken. Ja. Still alive, are we? Oh. Still alive. Ist auf jeden Fall. Halt. Halt, halt. Das bleibt schön bei mir. So, das verscherbeln wir. Farewell.
kleines Hybridfläschchen. Oh. Mana, Leben. Nehmen wir mal mit, ne? Erstattet einen magischen Gegenstand, wollen wir nicht. Wir müssen das hier mal weiter nach unten packen. So, das können wir nämlich mitnehmen. So. Für diesen Part sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.